Strommangel im Norden der Ukraine. Elektriker in der Region Tscherniw ringen um die Wiederherstellung der Versorgung. China steht vor einer schweren Corona-Infektionswelle. Experten gehen von 1 Million täglichen Neuinfektionen aus. Sparsame Festtage wegen der Inflation. So mager fallen Weihnachtsgeschenke und Festessen in Österreich aus. Seit das russische Militär im März Tscherniw bombardiert hat, ist die Region im Norden der Ukraine vom Stromnetz abgeschnitten. Manchmal gelingt es, die Versorgung für kurze Zeit wiederherzustellen. Maxim und Anatoli arbeiten noch 9 Monate nach den ersten Angriffen daran. Wir reparieren die Leitungen, denn sie wurden erheblich beschädigt. Strom ist ja leider nichts, was man in einen Korb legen und nach Hause tragen kann. Es wird nur so viel produziert, wie die Menschen konsumieren. Die Lage ist leider schwierig, aber wir tun alles, um das Netz wiederherzustellen. Vielleicht wird es sogar besser als zuvor. Maxim hatte damals einen der Angriffe festgehalten. Anatoli berichtet vom Leben ohne Strom. Manchmal sind wir für 5 Minuten wieder am Netz, dann kann man das Handy aufladen. Ich bin einmal nach Hause gekommen und mein Enkel war da. Er sprang mir in die Arme und sagte, danke Opa, es gibt Licht. Und 2 Minuten später ging es wieder aus. Das hat mir Tränen in die Augen getrieben. Russland hat in den vergangenen Monaten immer wieder Luftangriffe auf die kritische Infrastruktur der Ukraine geflogen. Auch Kraftwerke und Anlagen der Wasserversorgung wurden getroffen. Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, hat sich nach seiner Rückkehr aus den USA bei einem Zwischenstopp in Polen zufrieden über den Ausgang der Gespräche mit US-Präsident Joe Biden geäußert. Die Zusage weiterer militärischer Unterstützung und die Lieferung des Raketenabwehrsystems Patriot stimmen den ukrainischen Staatschef zuversichtlich. Wir kommen mit guten Ergebnissen aus Washington zurück, mit etwas, das uns wirklich helfen wird. Wenn wir in der Ukraine und den USA von Patriots sprechen, bedeutet das gleichzeitig den Schutz von Staat und Volk. Es wird auch finanzielle Unterstützung geben und weitere Vereinbarungen, über die wir später sprechen werden. Russlands Präsident Wladimir Putin hingegen kritisierte auf einer Pressekonferenz in Jekaterinburg die versprochene Lieferung des US-Flugabwehrsystems. Das Patriot-Raketensystem sei ein recht altes System, das nicht so gut wie das russische S-300 funktioniere. Diejenigen, die gegen Russland seien, gingen davon aus, dass es sich um eine Verteidigungswaffe handele. Das würde Russland im Hinterkopf behalten. Allerdings könne immer ein Gegenmittel gefunden werden, so Putin. Diejenigen, die das täten, machten es für nichts und wieder nichts. Es ziehe den Konflikt nur unnötig in die Länge. Das russische Verteidigungsministerium betrachtet die Lage entlang der Front als stabilisiert. Man treibe die Befreiung des Gebiets Donetsk im Osten des Landes voran. In Lubmin bei Greifswald wird jetzt das erste LNG-Terminal im Osten Deutschlands getestet. Der Tanker CP Kispania hat Flüssigerdgas aus Ägypten vor der Insel Rügen angeliefert. Das Terminal in Lubmin an der Ostsee soll wegen der wegfallenden Gaslieferungen aus Russland einen Teil der Versorgung für Ostdeutschland sicherstellen. Im neuen Jahr sollen auch die LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel den Betrieb aufnehmen und alle drei zusammen ein Fünftel des deutschen Gasbedarfs decken. Überfüllte Krankenhäuser mit PatientInnen, die auf den Fluren liegen, Pflegepersonal am Anschlag. In China wütet derzeit die schlimmste Covid-19-Welle seit dem Beginn der Pandemie vor 3 Jahren. Nachdem die Regierung am 7. November ihre harte Null-Covid-Politik mit Lockdowns, Zwangsquarantäne, Massentests und Kontaktverfolgung aufgegeben hatte. Erstmals hat die Regierung ÄrztInnen und Pflegepersonal aus anderen Provinzen nach Peking geholt, die die Krankenhäuser in der chinesischen Hauptstadt unterstützen sollen. Modelle des Forschungsinstituts Airfinity berechneten den Höhepunkt der Covid-Welle im Januar und März mit möglicherweise 3,7 bzw. 4,2 Millionen Neuinfektionen pro Tag. Die Weltgesundheitsorganisation kritisierte den Umgang Chinas mit der jüngsten Infektionswelle.
Das Land meldet derzeit täglich wenige tausend Neuinfektionen, während Experten von einer Million ausgehen. Der Serienmörder Charles Sobhraj ist zurück in Frankreich. Der 78-Jährige, der die Netflix-Serie Die Schlange inspiriert hat, wurde in Nepal aus dem Gefängnis entlassen. Er soll ab den 70er Jahren in Asien 18 Menschen heimtückisch getötet haben. Die Opfer waren meist Touristen aus westlichen Ländern auf der Suche nach spirituellen Erfahrungen. Mithilfe einer Komplizin und eines Komplizen betäubte Sobhraj sie, um die Reisenden auszurauben und zu töten. In Nepal war er wegen 2 Morden verurteilt worden. Frei kam Sobhraj, weil er gesundheitliche Probleme hat. In Österreich sind die Weihnachtsgeschenke dieses Jahr deutlich kleiner oder fallen komplett weg. Laut dem Handelsverband gibt die Bevölkerung um 15% weniger Geld aus als im Vorjahr. Weil alles teuer geworden. Ich kaufe etwas von Kindern, aber nicht so großes, so etwas Kleines. So. Elmiras Fixkosten haben sich in den letzten Monaten mehr als verdoppelt. Die in Wien lebende Ukrainerin ist eine von vielen, die aufgrund der Inflation auf finanzielle Unterstützung von NGOs angewiesen ist. Betroffen sind insbesondere Alleinerzieherinnen. Es sind in erster Linie Frauen, die betroffen sind. Es sind immer die Menschen, die wenig Einkommen haben, Geringverdiener sind. Und es sind natürlich auch migrantische Familien, die hier auch schlechte Jobs haben mit geringer Bezahlung. Das ernüchternde Weihnachtsgeschäft sorgt im Handel für lange Gesichter. Branchenvertreter Rainer Will warnt vor steigender Arbeitslosigkeit. Einerseits explodieren die Kosten auf der Aufwandseite und die Einnahmen gehen zurück, weil eben die Kaufkraft auch ausbleibt. Daher haben wir sicherlich noch ein paar schwere Monate vor uns und müssen jetzt einfach auch optimieren, Filialen reduzieren und ein Drittel der Händler wird Personal abbauen. Um die Bevölkerung zu entlasten, hat Österreichs Regierung Milliarden für Antiteuerungsmaßnahmen ausgegeben. Geld, das jedoch wenig zielgerichtet verteilt worden sei, kritisieren Ökonomen. Höhere Einkommen würden sogar mehr profitieren als niedrigere. Johannes Bleschberger, Euronews, Wien. Wir sind hier im Herzen von Paris, wo Lebensmittel und Grundbedarfsartikel an Studierende in Not verteilt werden. Aktionen wie diese finden jeden Tag im ganzen Land statt. An diesem Samstag kamen mehr als 1000 junge Menschen, um sich mit Vorräten einzudecken. Organisiert wurde die Aktion von COP1, einer Studierendenorganisation, die während der Corona-Krise gegründet wurde. Sie hilft bedürftigen Studierenden durch Spenden. Wir dachten, dass wir nur während der Lockdowns Lebensmittel verteilen würden. Aber es hört nicht auf. Neben den hohen Heizkosten sind durch die Inflation auch Nahrungsmittel teurer geworden. Für Studierende wird es immer schwieriger. Die Lage ist wirklich prekär. Schätzungen zufolge leben in Frankreich etwa 20% der Studierenden unterhalb der Armutsgrenze. Obwohl die staatlichen Beihilfen im Vergleich zu anderen EU-Ländern gut abschneiden, reichen sie nicht mehr aus. Elodie ist 21 Jahre alt und studiert Sprachwissenschaften an der Universität von Rennes im Westen Frankreichs. Sie leidet an einer Erbkrankheit und neurologischen Funktionsstörungen. Sie lebt von einem Stipendium von etwa 600 Euro. Ich zahle 300 Euro an Miete und zwischen 100 und 170 Euro an Arztkosten pro Monat. Für Lebensmittel bleiben mir etwa 30 Euro. Ich kann nicht mehr am Unterricht teilnehmen. Ich schlafe während der Kurse ein. Manchmal schwänze ich auch, um einen Sozialarbeiter aufzusuchen oder zur Lebensmittelausgabe zu gehen. Eine Reform der Stipendien wird derzeit geprüft. Und die französische Regierung hat neue Hilfen angekündigt. Aber die Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen ist für viele unverzichtbar. Vor allem für ausländische Studierende, die nur sehr begrenzt Anspruch auf staatliche Hilfe haben. Alexandra aus Kolumbien arbeitet als Babysitterin, um ihr Studium zu finanzieren. Ich verdiene etwa 500 Euro, aber meine Miete kostet 445. Außerdem muss ich 25 Euro für Transportmittel und 13 Euro für mein Handy bezahlen. Auch wenn ich nicht viel habe, sage ich mir, dass das der Weg ist, den ich gehen muss, um mein Ziel zu erreichen. Es ist für meine Zukunft. Oh,
Die ganze Witness-Reportage sehen Sie am Wochenende auf Euronews und auf euronews.com.